Aktuell gibt es ein sehr hohes Mietausfallrisiko wegen der Krise. In diesem Video gehe ich darauf ein, welche Mietmodelle es gibt, welche besonders hart betroffen sind und am Ende erkläre ich dir noch, wie es uns getroffen hat, das ganze Thema. Grundsätzlich sagt man ja immer oder sagen wir immer, mindestens 5,5% Rendite für den Bestand sollte man haben, dann ist man safe. Das betrifft natürlich nur Wohnimmobilien. Denn bei Gewerbeimmobilien gibt es halt deutlich, deutlich höhere Anforderungen, was die Rendite angeht. Da hatte ich eine Weile zurück ein Video gemacht, da hat der Kollege gemeint, Gewerbeexperte, Minimum 15% Rendite. So, alle haben gesagt, ja, als ob, das gibt's doch gar nicht, 15%, wo kriegst du denn das und hin und her, ja? So, jetzt haben wir die Situation, Gewerbe hat sehr hohe Ausfälle, also das ist auch wieder untergliedert in verschiedene Segmente, aber Gewerbeimmobilien haben sehr, sehr hohe Ausfälle, sehr hohe Mietausfälle. So, hättest du mit 15% gekauft vor 5 Jahren, bist schon großteils abbezahlt, gar kein Stress, ja? Aber wenn man halt mit 5% zum Beispiel ein Büro gekauft hat, das jetzt einfach leer steht, dann hat man nicht einen guten Deal gemacht. Und jetzt ist vielleicht auch mal ein bisschen nachvollziehbarer, warum die 15% halt im Gewerbebereich angestrebt werden sollen. Also bei Gewerbe gibt es so ganz, ganz viele Untergliederungen. Die wichtigsten und die größten, die auch jeder kennt und auch jeder täglich damit konfrontiert ist, ist zum Beispiel Einzelhandelsimmobilien, wie zum Beispiel Discounter oder irgendwelche Ladengeschäfte. Da gibt es auch ganz viele Untergliederungen und Unterstufungen von der Güte des Mieters. Also manche sind halt sehr gut gerankt, andere sind schlecht gerankt. Und wenn man einen 20-jährigen Mietvertrag hat mit einem Mieter, heißt das noch lange nichts. Wenn der insolvent geht, dann kriegst du halt einfach keine Miete mehr. Dementsprechend muss man schon auch die Mietverträge hinterfragen und nicht einfach sagen, okay, der zahlt jetzt 10.000 Euro im Monat für die nächsten 20 Jahre, ich bin safe. So haben manche sicherlich gedacht, aber so ist es einfach nicht. Ja, also profitiert haben definitiv Einzelhändler im Lebensmittelbereich, so Discounter, die stehen gut da. Es gibt aber andere Discounter auch, die nicht so gut eingewertet werden aus Vermietersicht wie andere. Manche sind gut gerankt, manche sind schlecht gerankt, je nachdem halt auch, wie die Firmenstruktur im Hintergrund stabil ist. Was auch ziemlich gelitten hat, sind Büroimmobilien, weil Homeoffice eine neue Bedeutung hat. Also Bestandsgebäude, die jahrelang benutzt wurden, werden auch weiterhin voraussichtlich ganz normal als Büros genutzt werden, auch wenn sie jetzt teilweise die Leute gar nicht da waren. Aber gerade Neuvermietungen, also wenn es jemand ein neues Bürogebäude gebaut hat, neue Büromieter reinhaben wollte, gerade im März fertiggestellt und auf Mietersuche war, denke ich mal, sieht es mau aus. Ja? Also auch hier gibt es auf jeden Fall Engpässe. Gastro hat es auch getroffen, noch als drittes ziemlich hart so. Wobei es auch da sagen muss, es gibt verschiedene Einstufungen, weil manche Leute haben eigentlich eine ganz gute Kurve hinbekommen. Also bei mir zum Beispiel in der Stadt gibt's Gastro-Läden, die haben halt sehr, sehr geil sich umgestellt zum Takeaway, ja? Und andere haben es nicht gemacht. Dementsprechend haben die Takeaway sehr gut angeboten haben, profitiert sogar davon, weil andere Leute, also alle Leute konnten nicht mehr woanders essen gehen, nur bei denen, weil die halt schnell umgestellt haben. Direkt am ersten Tag konntest du bei den Takeaway easy mitnehmen. Die anderen haben halt erstmal zugehabt teilweise. Und das waren halt die, wo halt die Winner waren, genau. Muss man halt schauen bei der Auswahl des Mieters im Gewerbebereich, dass halt einfach langfristig auch Potenzial da vorhanden ist. Also es gab ja auch große Restaurantketten, die Insolvenz angemeldet haben. Also dementsprechend, ja, so trivial war die Situation dann doch nicht. Manche Kleinen können vielleicht doch mal eher 8 Wochen zuhaben, so ein riesen Konzern, wo 8 Wochen dann komplett zuhaben muss, erstmal aufwendig umstrukturieren muss. Läuft nicht. Da bringt dir der beste Mietvertrag nichts. So, im Wohnbereich gibt es natürlich auch verschiedene Einstufungen und Vermietkonzepte. Das Einfachste ist einfach die Standardvermietung. Einfach auf Kaltmiete einen Vertrag aufsetzen, fertig, easy going. Dann gibt es die Spezialisten, also ich sage 5,5% Minimum war bei uns. Dann gibt es die Spezialisten, die sagen, ich mache Airbnb, dann schaffe ich auch 5,5%. Oder ich mache möblierte Vermietung, dann schaffe ich auch 5,5%. Ja, alles schön und gut, dann hast du 5,5%, aber hast halt auch safe einen Ausfall und hast gar nichts verdient während der Krisensituation jetzt. So, wenn man halt so alternative Konzepte fährt, muss man deutlich über dieser Mindestanforderungen liegen, aus meiner Sicht. Ja. Wir würden niemals alternatives Mietkonzept machen, um auf die Mindestrendite zu kommen. Wenn die Mindestrendite mit dem Mietspiegel erreicht wird, plus eben noch was verbessert werden kann mit einem alternativen Mietkonzept, easy going, kann man drüber nachdenken, aber auf keinen Fall alternative Mietkonzepte hervorziehen, um halt quasi die Renditen zu erzielen. Gerade in New York, aktuelles Thema, ich spiele es hier mal ein. No reason to stay here in New York.
gehen Leute weg, andere kommen. Es war immer ein Wohnungsmangel vermutlich vorhanden dort. Dementsprechend wird es trotzdem Vermietungen geben, aber halt nicht mehr zu den Preisen, die mal da waren, sondern eher zu niedrigeren. Und wenn jemand irgendwie auf Langzeit-Airbnb angewiesen war, weil nichts frei war, der nimmt sich jetzt natürlich eine normale Wohnung, wenn er genug Geld hat, sich das leisten kann. Und Ferienwohnungvermietung wird ein bisschen den Kürzeren ziehen in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch ein, zwei Jahren. Wer weiß, wie lange sich genau das Thema ziehen wird. So, uns persönlich hat es auch getroffen, ja. Und zwar, wir hatten sehr, sehr viele Mieterwechsel im möblierten Bereich. Wir haben einige möblierte Wohnungen, einige Bestandswohnungen, die ganz normal auf Kaltmiete vermietet sind. Die Kaltmiete-Wohnung, die hat es... Einer zahlt einfach die Miete nicht mehr, ja, zahlt einfach nicht, keine Ahnung, die Hintergründe, ich weiß es nicht, ist halt ärgerlich, hätte aber auch ohne die Situation passieren können. Die anderen Wohnungen, möblierte Wohnungen, sehr hoher Mietausfall, beziehungsweise nicht Mietausfall, sondern Kündigungen, die haben kurze Kündigungsfristen, die ziehen einfach aus, kündigen, zack, weg, zack, weg, zack, weg, hatten wir echt sehr viele Mieterwechsel. Wir haben aber den Vorteil, beziehungsweise uns sehr aktiv drum gekümmert. Ja. Wir haben, das ist kein Vorteil, wir haben uns einfach aktiv drum gekümmert. Auch in einem C, in einer C- oder D-Lage, beispielsweise jetzt vor einem Jahr, vor zwei Jahren, in einer C- oder D-Lage war es auch nicht so, hast eine Wohnung, eine leere, zack, neuer Mieter da, muss man schon da was dafür tun. Jetzt bei uns war es so, Mieter sind raus, wir hatten einige leere Wohnungen, die waren natürlich nicht alle am gleichen Tag leer, sondern halt immer da war im Februar der, im März der, im Mai der, dann im Mai noch einer, so war es dann eher. Und wir haben halt sehr aktiv uns darum gekümmert, Nachmieter zu finden. So, und wenn du dich aktiv darum kümmerst, findest du auch Nachmieter. Wir haben jetzt in Summe bei den Mieterwechseln keinen Leerstand gehabt. Wir hatten nur erhöhte Wechsel. Und die erhöhten Wechsel waren alle gebündelt nur bei den möblierten Wohnungen. So ein Bestandsmieter ist kein einziger ausgezogen. Höhere Rendite, höheres Risiko, halt Risiko in dem Fall, dass sie sich verflüchtigen und rausgehen. Dadurch, dass wir sehr viele Wohnungen neu vermietet haben, hatten wir auch den Vorteil, eine Wohnung wird leer, wir suchen Mieter, finden vielleicht zwei, drei, die grundsätzlich Interesse haben, wir können nur einen nehmen. Wird die zweite leer, kannst du einen von dem ersten Schwung reinschieben in die zweite Wohnung und hast halt dementsprechend einen Vorlauf. Wenn man nur eine Wohnung hat, ist es natürlich schwieriger so zu arbeiten. Muss man wieder jedes Mal von vorne anfangen zu suchen und hat den Aufwand riesengroß. Wir haben einen riesengroßen Aufwand bei der ersten gehabt, bei den nächsten, die gefolgt sind, hatten wir schon einen Pool von ein paar Leuten, wo wir drauf zurückgreifen konnten. Wir hatten sogar einen witzigen Fall. In einem Mehrfamilienhaus von uns wurde eine Wohnung leer im Dach oben und dann hat ein Mieter angefragt und mein Bruder hat die Vermietung gemacht, hat so gedacht, hä, den kenne ich doch irgendwo her, den kenne ich, den Typ, ich weiß nicht woher, irgendwo kenne ich ihn her. Und genau, der hat schon mal im gleichen Haus, der hat im gleichen Haus gewohnt bei uns, im ersten Obergeschoss und er wohnt jetzt im Dachgeschoss, ausgezogen, irgendwie vor einem Jahr oder vor eineinhalb ist wieder eingezogen. Wir kannten den natürlich, er kannte uns, er kannte das Haus, er kannte die Lage, die Straße, fand es einfach geil da und braucht eine neue Wohnung, die war leer, zack, haben wir den genommen. Und so läuft es halt auch. Und dementsprechend, wenn man gut positioniert ist, kann man Neuvermietungen ankurbeln. Erhöhtes Mietausfallrisiko gibt es definitiv, nochmal so als Feedback in Gewerbebereichen, gerade New York halt auch im Wohnungsbereich, weil die Leute können halt einfach nicht mehr, ja, ist Kurzarbeit und ich kenne die politischen Regeln nicht genau in den USA, aber auf jeden Fall ist Gehalt weniger vorhanden als vorher, die leben eh alle am Limit auf Cashflow, die Cash-In, Cash-Out für Miete, Essen, Klamotten, Lifestyle mithalten, was weiß ich, die müssen weg. Das ist halt schon hart, ne? Wenn man sich positioniert als Vermieter, immer das Risiko abwägen und nur Deals eingehen, wo man sich sicher ist, dass man nicht den Kürzeren zieht. Dementsprechend wünsche ich dir alles Gute, dass du gut durch die Situation durchkommst. Keiner weiß, wie lange sich das Ganze noch zieht. Be prepared und nimm es nicht zu locker. Also lieber schnell vermieten, anstatt irgendwie rumeiern und ewig warten. Wir haben auch Feuer unterm Hintern und geben ordentlich, ordentlich Gas. Ja, ich habe gesehen, einige Leute, die diese Videos hier schauen, haben noch nicht abonniert. Dementsprechend abonniert einfach kurz, würde mich freuen. Und schreibt mir mal unter dieses Video, habt ihr Mietwohnungen am Start aktuell? Also wenn ihr schon vermietet habt, habt ihr viele, habt ihr wenig? Vielleicht kurz, wie viele Wohnungen ihr habt und wie viel Ausfall ihr hattet, beziehungsweise wie viel Mieterwechsel ihr hattet in der letzten Zeit, jetzt gerade der Krisensituation bedingt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich mache auch eine Umfrage auf LinkedIn, wo ihr mal abstimmen könnt und sagen könnt, ob ihr viele Mieterwechsel hattet und vielleicht auch Mietausfall.
Und ja, das interessiert mich auf jeden Fall, wie andere Leute davon betroffen sind. Viel Erfolg und viel Glück, dass ihr sauber durchkommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.